Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ich im Pet Simulator 99 meine Diamonds verdiene. Na gut, ich habe gerade mal 34.000 Gems, aber das liegt daran, dass ich meine Gems permanent in den Clan reinstecke, so wie es sich auch gehört. Und ich habe heute über Nacht mal wieder 300.000 Gems zusammengefarmt, was auch nicht so viel ist. Aber ich finde, das ist in Ordnung, weil nach 1 bis 2 Stunden fliege ich sowieso immer über Nacht raus, weil meine IP sich ändert. Dementsprechend könnt ihr mit dieser Methode in 1-2 Stunden auf jeden Fall so um die 300.000 Gems zusammenfarmen. Zumindest so lief das bei mir heute Nacht. Und es ist ziemlich einfach. Alles, was man dafür braucht, ist halt leider ein VIP-Game Pass. Aber doch nicht wegschalten, denn ich zeige natürlich auch, wie es ohne VIP-Game Pass geht. Aber es wird nicht so gut, weil VIP besitze ich bereits. Dann gehen wir einmal kurz auf die Webseite, um uns das anzuschauen. Der VIP-Game Pass kostet 400 Robux. Das ist schon eine Menge und ich weiß, dass nicht jeder 400 Robux hat, aber in Pet Simulator 99 ist der VIP Game Pass der einzige Game Pass, von dem ich der Meinung bin, der ist ein Must-Have, wenn man in dem Spiel gut vorankommen möchte, weil man damit so gut Diamanten bekommt. Ohne den VIP Game Pass hat man nur die Möglichkeit, Gems zu bekommen, indem man hier immer die Free Diamonds abholt. Natürlich, indem man ganz normal farmt. Wenn man farmt, kommen auch so ein paar Diamond Piles, aber ihr seht, da kamen gerade 10 raus. Und overall ist das einfach kein Vergleich zu der VIP Area, mit der man so viele Gems farmen kann. Dementsprechend ist der VIP Game Pass einfach ein Muss. Dann kann man natürlich immer hier diese Obbys machen. Ihr seht, 250 bis 1000 Diamonds kann man bekommen. Oh, hier steht schon 402. Aber es können 250 bis 1000 Diamonds sein, die man bekommt, wenn man hier diese Obbys macht. Das sind natürlich auch Möglichkeiten, um ohne VIP Game Pass hier ein paar Gems zu bekommen. Und alle Methoden, die ich jetzt zeige, kann man mit den Sachen, die ich gleich noch erwähne, noch ein bisschen boosten. Aber wir machen das jetzt erstmal hier ganz schnell durch. Und dieses Mal werde ich nicht cutten, damit ihr seht, dass ich das hier First Try schaffe. Beim letzten Video habe ich einfach einen Cut gesetzt und alle so, du hast gecuttet, das war nicht real. So, jetzt habe ich nicht gecuttet. Da habt ihr's. Ha! First Try. Husten. Natürlich kann man sich auch immer hier diese Tränke holen. Das sind zwar keine Gems, aber manchmal sind ein paar seltene Tränke dabei. Und wenn ihr es wirklich nötig habt, könnt ihr auch seltene Tränke, seltene Verzauberungen und so über den Trading Plaza verkaufen. Das ist eine Möglichkeit, um Gems zu verdienen. Deswegen, diese Sachen hier lohnen sich immer, die abzuholen. Egal wie weit ihr in dem Spiel seid, holt euch alles, was ihr euch hier holen könnt. Immer die Diamond Piles abbauen, ist klar, aber so viel kommt da nicht raus. Das waren jetzt 13 Gems von diesem Pile. Und während ich hier durchlaufe, kann ich ja schon mal sagen, wie man alle Methoden, mit denen man Gems farmen kann, nochmal boosten kann. Und zwar natürlich mit Enchants. Man kann einen Diamonds 4 oder Diamonds 5 am besten Enchant reinpacken. Ich habe leider gerade nur Diamonds 4. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man dann noch ein paar weitere Bücher reinpackt, dass sich das nicht amplifiziert. Deswegen habe ich verschiedene Bücher immer gleichzeitig drin. Es kann natürlich sein, dass sie sich doch stacken, aber ich glaube nicht, dass sie sich stacken. Da müssten wir einfach mal Preston fragen. Auf den Büchern steht nicht, dass es stackt. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel hier bei den Früchten, steht, die stacken. Deswegen mal gucken. Aber gehen wir wieder rüber zu den Früchten. Die Orangen sollte man immer 20 Stück auf einmal drin haben, weil, wie gesagt, der Effekt stackt. Wenn ihr 20 Orangen gleichzeitig drin habt, jede Orange läuft 5 Minuten lang, dann habt ihr noch 19 und so weiter, das zählt runter, kriegt ihr 1% mehr Diamonds durch alle möglichen Methoden, über die man Diamonds bekommt. Und natürlich Tränke, am besten über den besten Diamond Potion, den ihr habt, reinhauen. Ich habe davon gerade nur einen, dementsprechend haue ich mir einen schlechteren rein, weil ich gerade ja nicht am Hardcore-Farmen bin. Ich kann ja auch einmal gucken, kann ich inzwischen ein Diamond-Buch? Ne, kann ich noch nicht, aber ich mache mir einfach noch mal ein paar bessere Diamond-Bücher. So, dann machen wir uns hier noch ein Diamond-4-Buch. Perfekt. So, dann noch ein Diamond-2-Buch. Aber für das Diamond-5-Buch fehlt mir einfach noch ein bisschen was. Schade. Aber bald werde ich eins haben. Und um darauf hinzuarbeiten, gehe ich natürlich immer hier lang. Guck beim Kaufmann, hast du für mich Diamond-Bücher, hast du nicht. Aber ich kaufe trotzdem vom Kaufmann immer eigentlich alles. Das kostet euch natürlich Gems und wenn ihr Gems farmen wollt, dann solltet ihr euch nichts von den Merchants kaufen, weil da gehen einem die Gems schon sehr schnell aus. Aber ich will ihn halt auf den höchsten Rang bekommen, weil ich habe heute von den Merchants einfach 3 Blastbücher bekommen, auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde. Hier, Free Items, auch super geil. Jetzt habe ich eine untere Schlüsselhälfte bekommen, ich brauche mal wieder eine obere. Manchmal kriegt man da richtig gute Sachen aus der Free Items Truhe, die sollte man sich immer dann abholen, wenn man kann. So, Früchte immer gönnen, weil da sind auch Orangen dabei. Potions, bitte ein Gem Potion, ein Diamond Potion. Nee, leider kein Diamond Potion, müssen wir mit leben. Oh ja, Rainbow Früchte sind gut. Aber wie gesagt, hier am besten nichts kaufen, wenn ihr Diamonds farmen wollt, weil das kostet euch schon einige Gems. Ich habe jetzt nur noch 24.000 nach meinem Rundgang, dementsprechend das Gegenteil von dem, was ich in dem Video heute machen möchte. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich euch gleich zeige, wie man nochmal viel schneller Diamonds farmt. Jetzt erstmal die Methode, wie man es ohne den VIP Game Pass macht. Und das ist halt wirklich der Rundgang, den man hinter sich bringen muss. Flupp. Gönnen wir uns das hier auch noch einmal.
So, und wenn ihr dann gut auf Diamonds gehen wollt, ist natürlich auch eine Methode, einfach in der besten Area zu farmen. Je mehr ihr farmt, desto mehr Gem-Sachen spawnen ihr, wie zum Beispiel das Diamond Breakable. Und je höher der Bereich ist, desto mehr Diamonds bekommt man. Ich habe jetzt 426 Diamonds hier rausbekommen. Jetzt wieder ein Diamond, nochmal zwei Diamonds bekommen. Und immer wenn Diamond Breakable kommt, dann kriegt man halt Diamonds dazu. Es ist nicht viel, aber ihr seht, ich habe jetzt wieder 25.000, eben waren es noch 24.000 Gems. Also es ist möglich, ohne den VIP Game Pass auch Gems zu bekommen. Aber ehrlich gesagt, ist es nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was mit dem VIP Game Pass möglich ist. Ohne VIP Game Pass habt ihr, wie gesagt, nur die Möglichkeit hier zu farmen, nebenbei immer die ganzen Missionen zu machen, die am Rand sind, um damit Gems zu bekommen. Und die letzte Sache ist natürlich, wenn ihr seltene Items habt, dann geht ihr auf den Teleporter, teleportiert euch zum Schloss. Man braucht natürlich den ersten Rebirth, aber wenn ihr den ersten Rebirth noch nicht habt, frage ich euch, warum ihr überhaupt auf Diamonds gehen wollt. Und dann gehen wir in den Trading Plaza. Und natürlich, beim Trading Plaza kriegt man auch Diamonds. Wenn ihr Gems bekommen wollt, dann verkauft die Sachen, die ihr habt. Ich claim mir immer gerne Booths, die unten sind. Leider sind jetzt schon alle besetzt, dementsprechend muss ich leider eine Booth hier hinten nehmen. So, die claim ich mir. Und ihr könnt einfach gucken, was verkaufen die anderen und für wie viel. Und ihr könnt dieselben Sachen einfach für weniger, 149.000 wird niemand kaufen, für weniger reinsetzen. Zum Beispiel hat jemand dieses Blastbuch reingesetzt und da ich jetzt drei Blastbücher einfach von einem Merchant bekommen habe, werde ich auch jetzt diese drei Blastbücher verkaufen. Aber passt mal auf, ich werde eins für 59.000 reinsetzen. Das nächste setze ich auch für 59.000 rein. So, und das letzte, das stelle ich dann mit einem in Anführungszeichen Rabatt rein für in Anführungszeichen nur 29.000, dann werden sich die Leute denken, boah, das ist ein Schnäppchen, das kostet nur 29.000, das kaufe ich mir dann, weil die anderen ja 59.000 kosten. Abgesehen davon haben wir hinten einen 9 dran, das wirkt dann günstiger als 30.000 oder als 60.000 und die Leute werden dann nochmal eher kaufen. Das sind so Verkaufsmethoden. Ihr müsst natürlich immer gucken, zu welchen Preisen sind die Leute wirklich bereit, Gems auszugeben. Wenn ihr zu hohe Preise reinstellt, dann wird keiner von euch kaufen. Wenn ihr zu niedrige Preise reinstellt, dann werden die Leute von euch Sachen kaufen, wenn überhaupt der Bedarf für diese Sachen da ist. Aber die Sache ist, ihr werdet halt nicht so viel verdienen. Hier zum Beispiel hat jemand, 1000 Ninja Turtles für 10.000 reingesetzt. Das ist ja schon fast ein Schnäppchen. Aber ich bin nicht interessiert. Immer hier verkauft jemand gerade fleißig. 1,1 Million für einen Huge Gargoyle Dragon? Da würde ich auch zuschnappen, aber ich habe gerade die Gems nicht parat. Die müsste ich dann gleich nochmal zusammenfarmen. Ich würde mich jetzt eigentlich mit der Huge Pad vor die Booth stellen und ein bisschen warten, wenn ihr keine Huge Pads habt, um Leute anzuziehen. Dann verbringt eure Zeit, wenn ihr dann den VIP Game Pass habt, auch in der VIP Area und farmt hier ein bisschen. So kriegt man nämlich auch ein bisschen was rein, weil in der VIP-Area-Farm ist die Methode, mit der man wirklich Gems verdient. Also kommen wir jetzt endlich zu dem VIP-Game Pass. Wenn ihr euch den VIP-Game Pass gekauft habt, ist alles, was ihr machen müsst, euch hier in diese VIP-Area zu stellen. Natürlich nicht auf dem Trading Plaza, da stehen auch andere Leute, am besten auf dem Privatserver, wenn ihr keinen habt. Pech gehabt. Aber trotzdem, Trading Plaza ist die Chance sehr hoch, dass hier mehrere Leute farmen und die werden euch einfach eure Drops wegklauen. Aber ihr seht, ich krieg die ganze Zeit Gems dazu. Jetzt habe ich, während ich den Satz gesagt habe, schon wieder 100 Gems dazu bekommen. Jetzt laufe ich hier noch einmal raus, laufe wieder rein, damit sich das Ding zurücksetzt. Und es setzt sich gar nicht zurück, es geht weiter. Okay, jetzt habe ich schon wieder 200 Gems bekommen. Ihr seht, so farmt man am allerschnellsten Gems. Das sieht zwar nach nicht viel aus, weil ich gerade mal 300 Gems bekommen habe, aber guck mal, wie kontinuierlich ich Gems bekomme. Während ich 300 Gems eben gesagt habe, sind wir jetzt schon fast bei 400 Gems. Und es geht immer so weiter und mit dieser Methode kriegt man in ein paar Stunden easy 100, 200, 300, 400.000 Gems, je nachdem, wie viele Stunden man hier einfach steht. Natürlich immer darauf achten, dass man seine Diamond Potions aktiv hat. Immer darauf achten, dass man ein gutes Diamond Enchant Buch drin hat. Immer eine Diamond Flag aktivieren. Das geht hier im Trading Plaza nicht. Dementsprechend macht das bei euch auf einem Privatserver oder halt auf einem öffentlichen Server im normalen Spiel. Eine Diamond Flag aktivieren, damit doppelt so viele Diamond Piles spawnen. Was ihr auch machen könntet, wäre zum Beispiel eine Fortune Flag aktivieren. Damit kriegt man zweimal so viele Diamonds. Die lohnt sich auch. Immer 20 Orangen drin haben. Ich habe gerade 20 Orangen drin, dementsprechend bleibt das so. Oh, ich sehe auch gerade, dass der Orangentimer, der läuft nicht ab. Und mein Diamond Boost Timer läuft auch nicht ab, während ich hier bin. Ist das etwa ein Trick für unendlich Boost? Ich weiß nicht, ob die noch applyen, wenn ich hier farme. Aber wenn ja, dann lohnt sich der Trading Plaza vielleicht doch. Weil die Boosts nicht ablaufen, lol. Aber man kann halt keine Flags reinsetzen. Das ist dann wieder der Drawback davon.
Und das ist alles, was ich mache. Ich stelle mich nachts einfach hin, bin meistens in der Mitte des Dings. Ich habe auch immer ein Verzauberbuch mit Magnet 3 drin, damit ich auch wirklich Gems, die am Rand hier sind, einsammeln kann. Bin meistens auf meinem Hoverboard, habe einen Autoklicker, der ein bisschen Off-Sync eingestellt ist, an, damit ich nicht gekickt werde. Wenn ihr nämlich kurz davor seid, aus dem Spiel gekickt zu werden, wegen Inaktivität von Roblox, dann teleportiert euch Pet Simulator in ein neues Spiel und eure Pets hören auf zu farmen. Und das wollt ihr nicht. Dementsprechend am besten, wenn ihr wirklich AFK farmt, einen Autoklicker reinmachen, bei dem ihr einstellen könnt, dass ihr in einem unregelmäßigen Intervall klickt, damit es einfach nicht als Autoklicker detected wird. Aber das war's. Oh, da hat jemand schon mein rabattiertes Buch gekauft und ich habe 29.000 Diamonds bekommen. Geil. Die anderen Bücher werden nicht gekauft, aber das Buch wurde jetzt gekauft, weil ich dachte, das ist ein Schnäppchen. Andererseits dachten sich die Leute auch hier, oh, hier verkauft jemand zwei Bücher für 149.000. Also ich werde jetzt das hier rausnehmen und setze das zweite Buch einfach mal rein für 39.000 Rabatt. Und dann gucken wir einfach mal, wie viele Gems wir jetzt noch zusammenbekommen, während ich hier einfach rumstehe. Und während ich hier gerade meine 1.900 Gems zusammengefarmt habe, sehen wir auch gerade der Sneaky-Typ hier. Der farmt gerade gar nicht. Und warum farmt er nicht? Weil er AFK im Trading Plaza stand. Er wurde als AFK detected und wurde hier rüber teleportiert. Und genau das passiert mit euch. Wenn ihr AFK rumsteht, nach ungefähr 17, 18 Minuten, werdet ihr einfach in einen anderen Server teleportiert und eure Pets farmen nicht mehr. Das ist natürlich super nervig, dementsprechend ist es wichtig, wenn ihr wirklich, ich sag mal, länger als 15 Minuten AFK seid, dann haut euch einen Autoklicker rein und stellt bei dem Autoklicker ein, dass er unregelmäßig klickt. Bei mir klickt er zum Beispiel alle 60 Sekunden einmal und dann noch mit einer Variation von plus minus 10 Sekunden. Das heißt, mal klickt er alle 70 Sekunden, mal klickt er alle 50 Sekunden und dann passt das schon. Ich habe übrigens auch immer meine Maus irgendwo in dem Bereich, weil ich den Autotap Game Pass habe. Dadurch wird halt geautotap und wenn ich dann mal auf so einen Gem rauftappe, geht es halt ein bisschen schneller. So, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal die 60.000 Gems voll, damit ich doppelt so viel Gems habe, wie ich am Anfang des Videos hatte. Und ich denke, dann sollte das auch reichen, weil ich nehme gerade mal 15 Minuten auf und 30.000 Gems in 15 Minuten sind eigentlich ziemlich gut, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Gems ich während des Videos auch ausgegeben habe, weil ich die Merchants leer gekauft habe. Dementsprechend ist das die Methode, wie man am schnellsten Gems verdient. Wenn ihr noch eine andere Methode kennt, dann schreibt sie mir natürlich gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, aber ich denke, schneller als das geht es aktuell nicht. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schaut euch gerne das Video an, das hier eingeblendet ist. Bis dann und ciao!